Was hältst du vom Brockmanns Gin? Meine ehrliche Antwort gibt's hier und auch den Perfect Surf. Mein erster Impuls ist zu sagen, das ist kein guter Gin. Und warum ist das so? Weil er für mich richtig künstlich nach Himbeere und Brombeere schmeckt und den klassischen Geschmack eines Gins letztlich ausgrenzt. Aber was soll ich sagen? Ich erinnere mich dann wieder an mein eigenes Credo. Jeder trinkt, was er will, und das ist vollkommen okay. Falls du Bock auf ein richtiges Gin-Live-Tasting hast, gemeinsam mit deinen Freunden bei dir zu Hause oder per Zoom, dann WhatsApp mich einfach an. Die Nummer findest du über den Link in der Bio. Der typische Geschmack eines klassischen Gins, wacholdrig, Kiefernwald, ist für viele Menschen einfach viel zu viel. Und so schubst der Brockmanns mit seinen unglaublich hohen Brombeer- und Himbeernoten einfach in eine ganz andere Richtung, und Stück für Stück mögen diese Menschen auch andere Gins. Mein Tipp zum Ausprobieren, quasi der Perfect Surf, ein bisschen Mandarinenschale und eine Prise Zimt. So lecker hast du den Brockmanns Gin noch nicht getrunken.